Es regnet in Strömen. Doch das hält die 4000-Seelen-Gemeinde Neureichenau nicht davon ab, ihrem Schutzpatron zu gedenken. Traditionell am ersten Sonntag nach dem 6. November standen Reiterinnen und Reiter mit ihren Pferden und Kutscher mit ihren Gespannen bereit für den Leonardi-Ritt. Weil wir alle aus der Gemeinde stammen, also alle aus Neureichenau, und das ist für uns eine Pflichtveranstaltung, an der wir einfach teilnehmen müssen. Es macht einfach Spaß, wenn man miteinander ausreiten gehen kann oder miteinander reiten kann und eigentlich immer schön ist. Die Tradition des Umritts in Neureichenau hat ihren Ursprung in der Verehrung des Namenspatrons der Pfarrei, des heiligen Leonards. Der heilige Leonhard ist ein Heiliger, er lebte in Frankreich in der Nähe von Limoges, das ist Mittelfrankreich. Er war Einsiedler, das heißt, er hat sich so zurückgezogen aus der damaligen Zeit und wollte ein Leben des Gebetes, das Leben für Gott führen. Und ist in seiner Zeit auch ein wichtiger Ratgeber für viele Menschen gewesen, die zu ihm hinausgezogen sind, um eben von ihm auch Rat und Hilfe zu bekommen. Im Rahmen des Leonardi-Ritts in Neureichenau wurden auch die Tiere gesegnet. Das ist ebenso zurückzuführen auf den Schutzpatron. Leonhard war ein großer Fürsprecher für die Gefangenen, für Menschen, die gefesselt waren, also sei es äußere Fesseln oder auch innere Fesseln. Es gibt ja auch Ketten, die man nicht sieht. Und so im Laufe der Geschichte hat man dann die Ketten auch auf die Tiere übertragen. Tiere tragen ja auch Ketten, mit denen sie angebunden sind. Und von daher ist dann der Leonhard auch der Patron der Tiere geworden. Mit Gottesdienst, Aussetzung des Allerheiligsten und Vesper wurde dem Eremit gedacht. Nach 91 Jahren mit einer Neuerung. Wir haben also bei uns die große Besonderheit, dass unsere Pfarrei über Reliquien des heiligen Leonhard verfügt. Aus dem Jahr 1957, damals sind die Reliquien hier nach Neureichenau gekommen. Die Reliquien sind also da gewesen, aber nicht eingefasst. Und deswegen haben wir uns entschlossen, dass wir eine Monstranz anfertigen lassen, wo die Reliquien drin aufbewahrt werden, damit man sie eben auch zeigen kann und dann auch bei der Segnung einsetzen kann. Am Sonntag wurde die Monstranz zum ersten Mal der Pfarrgemeinde präsentiert. Abgerundet wurde das Patrozinium des Leonard mit einer Kirta, die von früh bis spät auch die weltlichen Bedürfnisse stillen sollte. Kirchlich ging der Festtag mit der Möglichkeit des Gedenkens in der Kapelle zu Ende.